Hallo ihr Lieben, mein Name ist Claudel Deckert und willkommen in meinem Zuhause in Düsseldorf. Ja, die meisten kennen mich wahrscheinlich von unter uns aus der RTL-Serie. Ich habe aber auch schon in vielen anderen Produktionen mitgespielt. Beim ZDF war ich mehrmals dabei, Inga Lindström. Dann war ich im Dschungelcamp. Und viele kennen mich aber wahrscheinlich auch von Instagram. Da bin ich nämlich aktiv mit meinem Namen Claudel Loves. Und da möchte ich den Menschen im Gesundheitsbereich etwas weiterhelfen und das Leben gesünder, grüner, glücklicher machen. Und hier in Düsseldorf lebe ich mit meiner Tochter, mit meinen ganzen Tieren. 3 Katzen, 2 Hunden, dann habe ich noch Vögel, obwohl die sind gerade in Amsterdam. Ich muss immer hin und her. Und dann, mein Mann ist natürlich immer noch bei mir. Ja, und wir leben hier alle zusammen. So, hier sind wir in meinem Essbereich. Ich setze mal ganz kurz den Hund ab. So, also hier dieses Bild erzählt eine ganz tolle Geschichte. Was heißt eine tolle Geschichte? Das ist eine Geschichte. Ich liebe ja New York. Ich bin absoluter New York-Fan und es war immer mein großer Traum, nach New York zu ziehen. Und dieses Bild habe ich auf der Sixth Avenue im West Village. Bin ich so einfach so vorbeigelaufen und dachte so, wow. In so einem Schaufenster so, wow, das ist ein geiles Bild. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich kaufen, das muss ich haben, das muss ich haben. Aber wie kriege ich denn das nach Deutschland? Wie soll ich das schiffen? Es ist natürlich eine Leinwand. Ich habe es dann komplett vom Gerüst abnehmen lassen, einrollen lassen, mit hier hingeschifft, hier wieder komplett aufgezogen. Und das Bild habe ich jetzt mitgebracht aus New York und das hängt jetzt hier und ich liebe es. So, hier geht es eigentlich auch schon weiter. Hier sieht man auch wieder die Liebe zu New York und meine kleinen Reklamhefte. Alles natürlich immer so farblich aufeinander abgestimmt. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ja, so ne, diese Gelbspielereien, das hat man dann vorne bei den Marilyn Monroe-Bildern auch wieder. Und dann habe ich hier vorne noch meine Palmlampe. Das ist auch so eine Geschichte wie mit dem New Yorker Bild. Die habe ich in Berlin entdeckt, auch in einem Schaufenster. Und bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwo vorbeilaufe, irgendwas sehe, dann brennt mein Herz dafür und dann muss ich das haben. Dann ist es auch oft, naja, nicht ganz egal, wie viel es kostet, aber es muss so im Rahmen bleiben und dann setze ich alles in Bewegung, dass das Ding dann zu mir kommt. Und es war auch ein Riesenakt mit dem Transport hierher. Aber jetzt steht es da und ich bin total happy. So, jetzt kommen wir in meinen Küchenbereich. Das ist natürlich der erste Platz am Morgen, wo ich mich dann tummel. Hier kriegen natürlich die Tiere ihr Fressen. Ich habe erstmal morgens richtig Action. Das ist ja erstmal Raubtierfütterung, bevor ich dann überhaupt meinen Kaffee machen kann. Ja, vielleicht habt ihr das schon gehört, hier tickt es die ganze Zeit. Ich bin damit tatsächlich groß geworden. Mein Vater liebt Uhren, mein Vater hat ein Uhrenmuseum und bei uns zu Hause gab es 50 Uhren, aber die haben auch alle geschlagen zu jeder Stunde. Das sind nicht alles mechanische Uhren, das sind alles Comptoirs-Werke. Das ist jetzt hier eine Eigenkreation von meinem Dad. Das hat er mir und meinem Mann zum, meinem Mann und mir, Entschuldigung, zur Hochzeit geschenkt. Und ja, also es ist eine richtig coole Uhr. Man kann hier auch in das Uhrwerk reinsehen. Hier sind die Gewichte, die laufen runter. Also sowas gibt es halt echt, das ist wirklich speziell und es gibt es wirklich sehr, sehr selten. Das ist schon echt ein Meisterstück. Ja, und jetzt hier in meinem Küchenbereich, da steht auch noch meine Vespa, die überwintert hier, damit sie immer schön bleibt. Die liebe ich sehr und sobald das Wetter mitspielt, sobald die Sonne rauskommt, wird sie nach draußen geschoben und dann cruise ich damit durch die Gegend. Und dann im nächsten Herbst, Winter kommt sie wieder rein und macht meine Küche schön. So, ich nehme euch jetzt mit nach oben, da gibt es nämlich auch noch ganz viele tolle Sachen zu entdecken. Und wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst doch einfach ein Like und abonniert den Kanal. Kommt! So, jetzt sind wir hier im oberen Bereich und wie euch vielleicht auffällt, ich liebe Tapeten, ich liebe ausgefallene Tapeten. Gorilla-Affen sind tatsächlich auch meine Lieblingstiere und das ist einfach auch, so Tapeten geben halt einfach so einem Zuhause nochmal so eine ganz besondere Atmosphäre, so was ganz Eigenes. Auch hier diese Kiss-Me-Tapete im Betonstil, sag ich mal, finde ich total cool. Ja, und hier ist mein kleiner persönlicher Dschungel. Ich liebe ja Pflanzen. Apropos Dschungel, ich war ja auch im Dschungelcamp. Das ist schon lange her, ist jetzt schon 10 Jahre her. Ob ich es nochmal machen würde? Ja, ich würde es tatsächlich nochmal machen, weil das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Es hat mich wirklich wieder so zurück zur Natur gebracht. Man ist ja wirklich einfach nur
im Dschungel mit der Natur. Man steht mit den Gegebenheiten der Natur auf, geht damit zum Bett. Morgens wurde ich von Vogelschreien geweckt, abends ging ich mit Fröschequaken ins Bett und irgendwie hat mich das doch sehr zu mir selber geführt und ich fand das ein ganz tolles Erlebnis. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ich habe euch hier zwei Sachen vorbereitet, um auf meinen wunderbaren Mann sprechen zu kommen. Ich habe wirklich den tollsten und liebsten Mann der Welt. Mein Mann ist ja Schwede, da habe ich ihm das Buch gekauft hier von Astrid Lindgren. Mein Mann war ja unter den letzten dreien für Tommy von Pippi Langstrumpf. Und zwar von 2000 Jungs ist er ausgewählt worden und war wie gesagt unter den letzten dreien. Hat es dann obviously dann doch nicht geschafft, ist aber dann der Manager in Europa von Muhammad Ali geworden. 14 Jahre lang war er, ja, hat er Muhammad Ali begleitet und das hat ihn sehr geprägt, sehr positiv geprägt. Und ja, und das macht ihn, glaube ich, auch so, ja, zu diesem wunderbaren Menschen, der er einfach ist. Hier hängt übrigens mein Ur-Urgroßvater Gustav. Das habe ich von einem ganz alten Bild, habe ich das dann kopiert und dann so auf eine große Leinwand gezogen. Ja, hallo Gustav. So. Und hier, ich kann jetzt nicht auf jedes einzelne Bild eingehen, aber das fand ich so cool. Da bin ich auch wieder durch Manhattan gelaufen und dann lag genau diese Dose mit dem Fuß zusammengepresst auf der Straße. Und dann habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Da muss man noch das einrahmen und das habe ich gemacht. Jetzt hängt es hier. Ja, also so ein typischer Abend sieht bei uns aus, wir schleppen das ganze Essen mit nach oben. Dann bauen wir das hier vor uns auf, dann machen wir die Glotze an und dann, ich traue es mich ja kaum zu sagen, aber ich gucke wahnsinnig gerne Trash-TV. Meine Tochter auch und wir alle, wir mögen das echt gerne. Und dann haben wir halt echt immer richtig lustige Abende. Essen dabei, gucken und quatschen und ja, und haben einfach eine super Zeit zusammen. Dieses Zuhause hier hat noch eine wunderschöne Dachterrasse. Das Wetter ist leider wieder so typisch deutsch echt übel und deswegen liegen hier auch die ganzen Sachen, die ganzen Polster rum. Aber ich habe mir überlegt, ich nehme euch jetzt trotzdem mit nach oben und werde das ein bisschen für euch herrichten. Tada! Ja, hier ist die Dachterrasse. Hier habe ich einen tollen Ausblick über Düsseldorf, die Innenstadt ist zu sehen, hier vorne der Rhein, über die Dächer. Es ist einfach total einmal durchatmen und ja, hier verleben wir wirklich schöne Sommerabende, wenn das Wetter mitspielt. Ja, und dann haben wir hier eine schöne Zeit. Wenn euch mein Look gefallen hat, dann shoppt es doch einfach nach und ich gehe jetzt rein. Boah. Tschüss, macht's gut. Kommt ihr auch. Zack, zack, zack. Komm alle rein. Kommt.